Hallo, herzlich willkommen zum Vortrag von mir, Henriette Winges. Ich freue mich, dass du da bist und dass ich heute auf der Working Products hier zum Thema Agilität und Hierarchie sprechen kann. Ich komme aus Berlin, bin aber gebürtige Hamburgerin, insofern ein schöner Ort, hier live in Hamburg zu sein und freue mich, dass ihr remote bei der Konferenz dabei seid. Mein Vortrag soll gehen um das Thema Agilität und Hierarchie, Strange Bedfellows. Oder die Frage, was bitteschön ist agiles Führen? Ich habe beim Vorbereiten auf diesen Vortrag festgestellt, dass ich eigentlich in meinem Arbeitsleben viel um dieses Thema Führung herum mich bewegt habe. Erstens, weil ich selber verschiedene Startups sogar mitbegründet habe oder weil ich welche in Startups zum Beispiel begleitet habe, die diese gegründet haben. Und auch heute als Agile Coach begleite ich natürlich gerne Führungskräfte oder auch als Organisationsentwicklerin, um diese zu begleiten, wie sie ihre Teams entwickeln können und wie sie sozusagen da Verbesserungen herbeiführen können. Working Products ist für mich von dem her ein ganz, ganz toller Begriff, weil es für mich in der Arbeit darum geht, genau in dem Kern darum, wie wir etwas verbessern können und so arbeiten können, dass wir einen Mehrwert schaffen können. Also einen Sinn stiften können und das vor allen Dingen natürlich für einen Nutzer, für einen User, der davon auch was haben kann dadurch. Das heißt, ganz eigentlich nach Friedhof Bergmann, wenn ich etwas tue, was ich wirklich, wirklich will, für jemanden, der es auch wirklich, wirklich braucht, ist es eigentlich das beste Zusammenkommen. So zu dem Thema Working Products. Mein Vortrag wird sich mit dem Thema beschäftigen, wie man eigentlich zu diesen Working Products hinkommt. Das heißt, wie man dahin kommt, welche erstellen zu können. Also der Weg dahin. Führung ist dabei ein Thema, was immer auch gerade mit dem Thema Agilität viel diskutiert ist. Und da möchte ich doch als erstes mal nachfragen, warum eigentlich? Vielleicht fragst du dich auch, warum das so zentral im Augenblick diskutiert wird. Es gibt auch etliche Fortbildungen dafür, für agile Führungskräfte und dergleichen. Und das ist doch eine Frage. Die Frage möchte ich darin klären in dem Vortrag. Einmal, was ist Führung überhaupt? Was ist der Führungsbegriff? Einmal, was sind die Formen der Führung? Und überhaupt die Frage, braucht es denn Führung? Gibt es führungsleere Räume? Und dann wird es um das Thema natürlich gehen, was ist denn strange an den Bedfellows und sind es überhaupt Bedfellows? Ja, und am Ende möchte ich gerne das agile Thema eben noch, dieses agile Führen nochmal beleuchten, was denn also agiles Führen bedeuten kann und wie wir da sozusagen mit umgehen können. Um das Thema zu behandeln, möchte ich als erstes auf Conway's Law kommen und zwar, weil wenn wir uns das Thema Führung immer so angucken, dann warum ist das jetzt so aktuell, beziehungsweise eigentlich, warum ist es auch immer schon ein Thema? Und Conway schreibt es so schön, dass eben die Organisationen immer nur ein Produkt hervorbringen können durch ihre soziotechnischen Systeme, die sozusagen ihre eigene Struktur spiegeln. Und ich mache eine ganz kurze Pause. Möchtest du einmal ganz kurz? Ja. Das ist, glaube ich, sonst mit drauf, ne? Okay, as you like it. Genau. Das ist eigentlich noch nicht vier. Ab fünf fangen die mal eigentlich zu schreien an. Ich setze nochmal bei Conway's Law an, oder? Und beschreibe das, dann kommen wir da besser wieder auseinander. Also die Frage möchte ich beantworten mit Conway, mit Conway's Law, warum Führung also so wichtig ist und ein wichtiges Thema auch gerade jetzt ist. Conway sagt, dass Organisationen nur die Produkte, nur die Systeme erstellen können, die genauso ihre Organisationsform spiegeln über ihre soziotechnischen Systeme. Was heißt das jetzt? Einmal dieses Thema soziotechnische Systeme, damit das zu verstehen ist. Soziotechnische Systeme und Strukturen sind eben alles, was zusammen aufeinander Einfluss nimmt und so eine Symbiose bildet aus Rollen und Funktionen in der Firma einerseits und Kultur und Hardware, Software oder auch Community-Aspekte andererseits. Ein gutes Beispiel für diese soziotechnischen Systeme und dieses Zusammengehen eben von Sozio und Technik ist zum Beispiel künstliche Intelligenz oder auch soziale Netzwerke. Das heißt,
Wenn ich ein bestimmtes Produkt erhalten möchte, brauche ich auch eine davor so strukturierte Organisation, die das eben auch hervorbringen kann. Aber andersrum gesagt, gerade jetzt durch den starken Schub, durch die Digitalisierung, wenn ich andere Produkte brauche, um am Markt überhaupt überlebensfähig zu bleiben zum Beispiel, oder auch will, also ganz im positiven Sinne, muss ich auch darüber nachdenken, wie ich meine Organisation neu aufstelle, neue Ziele setze, neue Leitbilder setze, um die soziotechnischen Systeme auch entsprechend zu prägen, um am Ende zu dem Produkt zu kommen. Das kann ich als Anpassung machen, das kann ich aber genauso auch natürlich, weil ich jetzt gerne etwas anderes Ausrichtung haben möchte, also als Strategie, als bewusst vorgenommene Strategie oder eben schon in Zukunft schauende Trendanalyse tun. Und auf die Art und Weise komme ich dann zu anderen Produkten. Deswegen ist das natürlich jetzt besonders aktuell, aber eigentlich auch immer aktuell, denn Organisationen sind wie lebende Organismen, die brauchen immer wieder Veränderung, Anpassung, Reaktion und brauchen dieses allein schon, um erhalten zu bleiben, um lebendig zu bleiben. Ja? Einmal ein wieder drüber nachdenken. Was war jetzt also das Thema Führung hier? In dieser ganzen Konstruktion ist das Thema Führung relevant, weil diese soziotechnischen Systeme natürlich nicht von alleine Ziele und Leitbilder in neue Produkte umsetzen, sondern ich brauche dazwischen Menschen, die Verantwortung übernehmen und Engagement übernehmen. Deswegen ist hier an der Stelle Führung für mich ein weiter Begriff, der Begriff für eine Gruppe von Menschen vielleicht oder eine einzelne Person, jenseits von Funktion oder in der Funktion von einer Führungskraft, die eben sozusagen diese Verantwortung übernimmt, neue Leitbilder, neue Ziele umzusetzen in eine wirkliche fertiges Working Product vielleicht. Und daher ist dieses Thema Führung eben zentral und auch gerade viel diskutiert, auch wenn es immer relevant ist, um Veränderungen herbeizuführen, um Dinge zu bewegen. Führung an sich kann aber verschieden betrachtet werden. Und daher von mir die Frage, was gibt es denn eigentlich für verschiedene Formen der Führung? Und das ist für mich wichtig, wenn ich auf dieses Thema des Vortrags kommen möchte, Agilität und Hierarchie und wie ich agil führe, dass ich auch verstehe, warum das nicht einfach nur im Gegensatz zueinander steht, sondern vielleicht eben strange bedfellows sind und wie ich auch Führung anders gestalten kann, indem ich dieses Führen selber, die Funktion, die Aufgaben, die Form von Führung mir nochmal gesondert angucke und differenziere. Also, Führung an sich, wir sehen hier so ein schönes Bild vom Labyrinth, kann sein, dass es eben ganz grundlegend erstmal so ist, dass ich dahin komme und am Bahnhof beispielsweise als Fremder aussteige, den Weg nicht kenne zu meinem Ziel, was ich erreichen möchte, und ich frage einfach einen, der dort wohnt und sage, können Sie mir sagen, wie ich hier zum Kulturministerium komme zum Beispiel. Und jetzt treffe ich dort einen Menschen, der eben vor Ort wohnt und einen Wissenserfahrungsvorsprung hat und den Weg kennt und kann mir den sagen. Hier entsteht eine spontane Führung. Ich bin darauf angewiesen, dass die Person das weiß, erstens. Zweitens aber auch sich gerade die Zeit nimmt, meine Frage zu beantworten oder vielleicht mir den Weg sogar direkt zeigt. Und vielleicht auch noch mich so sympathisch findet, dass es auch wirklich tut. Das heißt, dies ist eine grundlegende, einfache Form der Führung, die spontan entsteht aufgrund dessen, dass ich weniger Wissen habe und der andere mehr Wissen hat, ich ein bestimmtes Ziel hat und er mir dabei hilft, dieses Ziel zu erreichen. Auch im Arbeitskontext kann das sein, ich bin neuer Mitarbeiter zum Beispiel, ich kenne den Weg zur Teeküche noch nicht und frage den Kollegen, Entschuldigung, kannst du mir das mal zeigen? Und der Kollege ist so freundlich und hilft mir und zeigt mir den Weg zum wichtigen Kaffee, zur Kaffeemaschine. Jetzt ist auch das natürlich immer noch eine spontane Führung, die, und das ist wichtig, auf der einen Seite übernommen wird von einer Person aufgrund einer Expertise, eines Wissensvorsprungs und andererseits von mir akzeptiert wird, weil ich dieses Wissen gerade nicht habe. Und das kommt zustande, aber trotzdem aufgrund eines Goodwills meines Kollegen, der sagt, ja, ich nehme mir natürlich die Zeit für den neuen Kollegen und zeige ihm das kurz. Es könnte auch ein bisschen sich verlängern, indem man sagt, hey, es gibt ein Patenprogramm, du bist jetzt für den ersten Monat zuständig für den neuen Kollegen. Trotzdem ist es noch etwas auf Zeit, zeitlich begrenzt, aufgrund eines Vorsprungs an Wissens. Wenn ich den Weg zur Teeküche später selber weiß, würde ich ja gar nicht mehr seine Führung akzeptieren und respektieren, weil es natürlich für mich obsolet ist, denn ich weiß selber den Weg mittlerweile. Zeigt also, es braucht diesen Wissensvorsprung, um diese Form von Führung zu haben. Jetzt gehe ich weiter an dem Beispiel. Es gibt wieder eine Person, die irgendwo hin möchte und in diesem Falle, man sieht es schon, möchte unser Wanderer jetzt gerne eine Wanderung eben machen in den Himalaya zu dem Gipfel, zum Mount Everest.
Hier wäre es sehr ungünstig, wenn er jetzt dahin fährt und darauf hofft, dort wieder eine nette Person zu finden, die den Wissensvorsprung hat und die Expertise auch in diesem schwierigen Gelände, mich zu führen, sich die Zeit dafür nimmt, ziemlich viel Zeit mittlerweile, und darauf hoffe, dass er mich noch so sympathisch findet, dass er das tut. Das heißt, darauf zu bauen wäre etwas schwierig. Hier kommt der erste Moment, wo Führung zwar auch aufgrund von Expertise stattfindet, aber ein Element dazukommt, was es eben strukturiert. Und diese Strukturierung ist, dass ich jetzt sage, ich möchte dafür lieber etwas zahlen, weil dann kann ich sozusagen einen Vertrag eingehen. Ich bezahle dir etwas dafür, um für eine Zeit, die wir ausgemacht haben, für eine bestimmte Leistung, deine Expertise nutzen zu können und kann mich darauf verlassen, dass ich sie auch bekomme. Auf der anderen Seite haben die dort lebenden Sherpas, ein Volk vor Ort, ebenfalls festgestellt, dass es dieses Bedürfnis von verschiedenen Wanderern gibt und dass sich daraus eben ein Beruf machen lässt und Geld mitverdienen lässt. So hat sich es über die Jahrzehnte entwickelt, dass die Sherpas heute die Hochgebirgsträger aller Touristen sind, die da hin möchten oder auch anderen Menschen und dort eben eine geldwerte Dienstleistung daraus gemacht haben, was auch Teil von ihrer Kultur sogar geworden ist. Hier ist also eine strukturierte Führungsfunktion entstanden, die eine bestimmte Aufgabe auf Zeit für einen Gegenwert, die eben bezahlt wird, die Führung wird bezahlt, neu entstanden ist. Und auch das gibt es natürlich im Arbeitskontext. Wir kennen das, dass ich bestimmte Experten brauche für bestimmte abgegrenzte Aufgaben, die hole ich mir herein, die kriegen ein bestimmtes Geld für dieses Expertentum. Und daraus kann sich sogar auch in Firmen natürlich herausentwickeln, dass dieser Experte aufgrund seiner großen Expertise irgendwann in strukturelle, wirklich die Funktion der Führungskraft hineinwächst. Und das ist wiederum wichtig, denn hier verstehe ich, dass auf der einen Seite die Legitimation der Person kommt über sein Wissen und die Expertise und das wird dann formalisiert irgendwann in eine dauerhafte Funktion, nämlich die Führungskraft, vielleicht auch mit einem bestimmten Gehalt verbunden und dergleichen. Oder dem Dienstwagen, wie man es so kennt. Und auf der anderen Seite eben auch ich als Person, die vielleicht unter ihm arbeitet, das akzeptiere aufgrund dessen, wie Führung zustande gekommen ist. Ich akzeptiere eben hier diese Expertise des anderen. So. Ganz wichtig. Es geht also immer auch über die Legitimation, wie es zur Führung kommt, warum ich die auch annehmen kann. Ja, der Wanderer geht weiter. Ich möchte in dem Beispiel weitergehen. Der Wanderer geht weiter und es wird die Luft nun immer dünner, es wird immer anstrengender und ein neues Hindernis liegt auf dem Weg. Und unser Wanderer ist wirklich am Ende mit seinen Nerven. Er kann nicht mehr weiter. Er hat zwar schon 100 Hindernisse hinter sich gebracht, aber dieses eine, dieses schafft er nicht mehr. Er sitzt da, setzt sich hin, sagt, ich gehe keinen Schritt mehr weiter. Da steht plötzlich unser Sherpa vor ihm und bedeutet ihm mit einem Wink nach oben zu einem kleinen, kleinen Gipfel, den man hinter einem anderen Berggipfel sieht, der davor scheint und die Sonne scheint da drauf und dann macht eine freudige Geste und zeigt, dass es irgendwie mit dem Kopf und dem Herzen gemeinsam wie ein Yin und Yang zeigt er mir das, vorangehen kann, dass man es schaffen kann, dass der Gipfel so nah ist. Und dann tut er einen mutigen Schritt selber über das Hindernis und geht voran. Unser Wanderer betrachtet den Gipfel, der nicht mehr fern ist, und schaut nochmal zurück auf diesen langen, beschwerlichen Weg, den er gegangen ist und sieht den Sherpa, der schon übers Hindernis hinübergekommen ist und sieht, dass es möglich ist, steht auf und kann wieder weitergehen. Was ist das? Dies ist Führung, die entstanden ist, nicht weil ich Geld zahle dafür, dass er mich führt, sondern weil hier ein Mensch eine bestimmte soziale Fähigkeit hatte, in dem Moment das zu tun, was dieser Wanderer braucht, um weiterzugehen. Nämlich wie ein Coach, wie ein Motivator und wie ein Vorbild voranzugehen und diese Rolle zu schlüpfen. Auch das kennen wir in Unternehmen, auch das kennen wir im Arbeitskontext. Das heißt, eine Person, die in dem Moment, wo es etwas braucht, wie Motivation oder Coach oder Vorangehen, diese Rolle übernimmt, aufgrund einer sozialen Fähigkeit, es zu tun. Das kann natürlich zusammenfallen mit einer Funktion, ist aber erstmal Führung als etwas, was komplett jenseits von Expertise und jenseits von der Funktion von Führung eben stattfindet. Das sind die verschiedenen Formen, die es so erstmal gibt. Das heißt, einmal die Form der Führung als Funktion, wie wir sie bei Führungskräften kennen, die eben ein bestimmtes Set von Aufgaben und Pflichten übernehmen mit dieser Rolle, aber auch ein bestimmtes Gehalt dafür kriegen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Führung als jemand, der eben den Wissens- und Erfahrungsvorsprung hat, also aufgrund von Wissen und Erfahrung. Und zum Dritten, was ich eben sagte als Beispiel, die Führung als soziale Kompetenz.
Das heißt, hier geht es immer darum, wo die Legitimation und die Akzeptanz von Führung herkommt. Diese Formen der Führung sind natürlich so nicht in Reihenform in der Welt zu finden, sondern immer in verschiedenen Ausprägungen, in jeder Firma, in jeder Kultur der Firma verschieden. Und auch bis dahin, dass natürlich entweder wie Führung entstanden ist oder eine Führungsrolle entstanden ist, die Geschichte sozusagen, aber auch wie diejenige, diese Person zum Beispiel, die Rolle prägt oder eben vielleicht ein Gremium die Rolle prägt. Denn ich möchte hier immer von einem relativ weiten Führungsbegriff ausgehen. Ihr fragt euch bestimmt jetzt auch, was ist denn mit Firmen, die sozusagen vom Firmengründer an den Sohn, vom Senior an den Junior übergeben werden. Ja, auch das sind letztendlich Kombinationen oder andere Gewichtungen dieser drei Aspekte. Hier ist nur, kann natürlich gut gehen, kann aber auch sein, dass eventuell die Führung, die aufgrund von Wissen und Erfahrung entsteht, in der Legitimation wesentlich stärker ist als eben eine Führung, weil ich eben Papas Sohn bin oder Papas Tochter bin oder Mutters Tochter bin. Und von daher ist es eventuell ohne Probleme möglich, das so zu tun. Eventuell ist aber eben die Akzeptanz meiner Führung, wenn ich der Junior bin, einfach geringer. Eine weitere Sonderform ist dann noch Führung als Machtkonstrukt. Auch hier geht es eigentlich um dieselben Aspekte. In der Weise ist es nur die Negativseite der Medaille einer guten Führungskraft eigentlich. Eine gute Führungskraft, die ja auch ihre Vision im Kopf hat und ihre Vision anfängt zu prägen und umzusetzen, vielleicht in Gesprächen natürlich anzureichern mit anderen, aber dennoch voranzugehen und für Ziele, die aber über die eigenen Ziele hinausgehen, während eben jemand, der vielleicht das als Machtkonstrukt nutzt, sind das eben viel mehr eigene Ziele und eben nicht mehr Ziele für den Gemeinnutzen, für ein gemeinsames Sinn- oder wertschöpfendes, sinnstiftendes Working Product. Ja, das zu den Formen der Führung, die relevant sind, auseinanderzuhalten, denn so können sie verschieden entstehen und sich verschieden prägen und auch nachher, werdet ihr sehen, nochmal verschieden Relevanz haben in Kontexten wie Hierarchie oder Agilität. Eine Frage liegt mir auf der Seele, nämlich die Frage, braucht es eigentlich Führung und gibt es führungsleere Räume? Insbesondere im ganzen agilen Kontext, da wir da ja ziemlich viel auf den Kopf stellen zunächst, ist die Frage, ist es denn nicht eigentlich so, dass man auch alles technokratisch abklären kann, dass man keine Führung braucht vielleicht? Und das ist eben eine Frage, die hier auch noch hergehört. Ich möchte ein Beispiel geben. Und zwar war ich Teil eines Projektes, was eine Kampagne erstellt hat, eine Erstwählerkampagne, weil wir als Politikwissenschaftler damals einen Kurs an der Uni besuchten, wozu auch ein Projekt gehörte. Wir waren 80 Studenten, wir waren alle gleichberechtigt, gleich viele Ideen oder gleich wenig und hatten uns eben für dieses Uniseminar, um den Unischein zu bekommen, zusammengetan, um ein Projekt zu starten. Eine Erstwählerkampagne. Wir haben uns lose strukturiert und haben uns nach Themen sortiert. Jeder konnte tun, was er wollte, Positionen quasi, also Verantwortlichkeiten übernehmen, wie er wollte. Alle kamen, wann sie wollten und gingen, wann sie wollten und es entstand so ein bisschen was und es entwickelte sich und es war ganz lustig. Dieses Projekt ist übrigens der Erstherausgeber des Valomaten gewesen. Es hat also tatsächlich irgendwie einen Erfolg dann stattgefunden, denn wahrscheinlich kennt der ein oder andere von euch den auch. Ja, was ist passiert? Wir haben gestartet und alles war so, ne, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und dann haben wir es geschafft, tatsächlich zum Beispiel vom Land Berlin eine große Bürofläche freistehende zu bekommen, um da diese Kampagne zu machen, also unser Campaigning Center sozusagen. Und dann auf der anderen Seite konnten wir die Bundeszentrale für politische Bildung davon überzeugen, unser Hauptsponsor zu werden. Und die Bundeszentrale für politische Bildung hat dann unsere komplette Kampagne eben gesponsert, sodass wir alle unsere Ideen von A bis Z umsetzen konnten, die wir eben uns so ausgedacht hatten. Was ist passiert jetzt? Jetzt hatten wir plötzlich ein Budget und eine Verantwortung für das Budget und mussten dieses Budget oder durften es, aber mussten es auch verteilen und entscheiden, für welche der vielen Ideen, die so lose in den Raum gekommen waren, lose besprochen waren gemeinsam, wir dieses Geld eben investieren wollen. Damit war plötzlich nicht mehr ganz egal, ob man jetzt heute kam oder morgen, ob etwas stattfand oder nicht, denn jemand anders konnte das Budget dann ja nicht nutzen. Und daher wollten wir natürlich hier das sicherstellen, dass wir das auch gut nutzen können. Daraus entstand eine Sitzung gemeinsam. Wir waren wahrscheinlich schon gar nicht mehr 80 Studenten. Das hat ja auch keiner genau überprüft, ob man nun wirklich da war. Den Schein haben wir alle am Ende gekriegt. Aber wir waren da immer vielleicht noch 40, 50 Studenten und haben uns zusammengesetzt und gesagt, was können wir tun? Und haben dann uns
sehr klassisch vielleicht in dem, was wir im Kopf hatten, Strukturen gegeben, die allerdings sich auch schon ein bisschen so in die Richtung eigentlich ausgebildet hatten von alleine, um Verantwortliche zuzuordnen zu diesen Themenbereichen, die wir definiert hatten, zum Beispiel Werbung, Event, Presse oder dergleichen. Ein anderer und ich zusammen haben die Geschäftsführung, also die Unternehmensführung, Geschäftsführung übernommen und Akquise und haben das eben gemacht. So, plötzlich haben wir also Hierarchien selber gemeinsam erstellt. Das ist auch erstmal gar nicht so doof, denn hier geht es eigentlich erstmal um eine Effizienz der Entscheidung. Eine Effizienz der Entscheidung, wie wir sie auch schon aus der Demokratie Rousseau kennen. Ne? Eigentlich müssten wir uns alle immer zusammensetzen, um alles gemeinsam zu entscheiden. Und das ist schon bei 80 Studenten sehr schwer gewesen. Wenn es noch mehr sind, wird es noch schwieriger. Das heißt, zu sagen, ich vertraue dir, du hast ähnliche Visionen, Konzepte, Ideen. Ich übergebe dir meine Stimme und du entscheidest für mich in den Momenten, bezogen auf ein bestimmtes Thema vielleicht. Das ist eigentlich erstmal eine Effizienz der Entscheidung. Das heißt, wir haben uns im Prinzip effizienter aufgestellt und wir haben auch eine gewisse Transparenz geschaffen, nämlich für das, was sich alleine schon rauskristallisiert hatte. Manche engagierten sich mehr und manche weniger und manche der Engagierten übernahmen auch noch mehr Verantwortung. Und so waren eigentlich schon Strukturen entstanden, die wir damit transparent gemacht haben und damit auch kommunizierbar gemacht haben. Das war in dem Punkt total wichtig, weil nämlich als dann plötzlich über Nacht das ganze Projekt berühmt wurde, weil Harald Schmidt in seiner Show den Valomaten durchprobiert hatte, doch sehr viele Presseanfragen kamen und Interesse und so weiter. Das war auch Sommerloch in Berlin. Insofern haben wir dort sehr viel Anfragen gekriegt und nun konnten wir auch sagen, der ist dafür zuständig, der ist da und es war strukturiert und wir konnten eben schneller handeln, schneller entscheiden und effizienter, professioneller auch sein. Was war also passiert? Vom Scratch waren wir gestartet. Gleich unter Gleichen, auf Augenhöhe, jeder konnte frei wählen und dennoch haben sich Strukturen herausgebildet. Dennoch war vor allen Dingen das Bedürfnis da, welche herauszubilden und Verantwortlichkeiten festzulegen. Und ganz ehrlich, ganz gleich unter Gleiche waren wir eh nicht, denn zumindest ich habe jeden Beleg und jedes Budget, was freigegeben wurde, unterschrieben mit meinem Namen und war noch ein Jahr später noch verantwortlich dafür, bis ich entlastet wurde. So gleich waren wir dann eben auch gar nicht unbedingt. Es war dann ganz schön, eine gewisse Struktur darin zu haben, auch wenn es immer noch viel, komme ich heute nicht, komme ich morgen war. Ja, das zu dem Thema mit diesen führungsleeren Räumen. Auch Cantor hat dazu ein Modell, in dem er schon sagt, wenn eine Gruppe entsteht, entstehen auch immer diese vier Player, sein Four-Player-Model. Und das besteht aus dem Mover, dem Follower, dem Opposer und dem Bystand. Der Mover ist eben der, der vorangeht. Ich nehme da gerne das Beispiel, die Tür ist geschlossen, es gibt vielleicht ein Klassenzimmer, eine Schulklasse steht davor und einer muss ja die Tür aufmachen. Also einer macht die Tür auf, aber es wird sich nur viel an der Situation ändern, wenn vielleicht auch die anderen mit hineingehen. Gleichzeitig gibt es vielleicht den Opposer, der in dem Moment sagt, halt, stopp, ist das überhaupt das richtige Zimmer? Der Opposer, der eben nicht einfach mit reingeht, sondern nochmal überprüft, stimmt das hier alles? Gern auch gesehen als der Qualitätsüberprüfer, Qualitätstester sozusagen. Und dann der Bystand, der in der beobachtenden Position vielleicht stiller, vielleicht im Hintergrund ist, der sehr viel Informationen bekommt, auch aus der Metaperspektive beobachten kann und sehr viele Informationen auch später wertvoll hineinbringen kann. Das, sagt Cantor, sei eben gruppenimmanent, dass sich genau diese Rollen immer herausbilden in der anderen oder einen Gewichtung. Und zwar nicht, weil eine Person so ist, sondern weil eine Person diese Rolle in einer bestimmten Konstellation der Gruppe übernimmt. Und wenn ich Mover und Vorangehen als Führung definiere, dann ist auch jeder Gruppe, die, wie sie auch immer zusammenkommt, immanent, dass es Führung gibt. Selbst das Gesetz übrigens anerkennt dies schon, dass es sich da um etwas Wirkliches handelt, denn sobald ein Mover zusammen mit einem Follower vielleicht sich zusammentut, ist es juristisch schon eine GbR, also eine anerkennenswerte Gruppe, etwas, was ein Geschäft schon bildet. Ja, und so sind wir in Gruppenzusammenhängen, wie Thomas Friedman sagt in seinem Buch Thank You for Being Late, eben kann jeder nur nicht nur Objekt sein, sondern auch handelndes Subjekt. Und das ist eben das, was Führung ausmacht, dass wir das übernehmen können. Soweit zum Thema Führung. Agilität und Hierarchie. Strange Bedfellows? Worum geht es da? Mir war es wichtig, dieses Thema zu wählen, um ein vielleicht gewissermaßen Missverständnis hier aufräumen zu können. Wir sehen nämlich Agilität und Hierarchie immer gerne als Gegensätze an. Als etwas früher waren wir hierarchisch, heute sind wir agil. Und das behagt mir immer gar nicht richtig, weil auf der einen Seite ist es immer ein bisschen, als wären wir heute schlauer als andere früher. Plus, dass Agilität schon sehr lange auch in Formen schon existent ist. Und auf der anderen Seite
sind Agilität und Hierarchie eben. Und dafür habe ich ein weiteres Modell mitgebracht. Das ist das Modell, das ganzheitliche Systemkonzept nach Glasl. Das zeigt, wie eben ganzheitliche Systeme, auf die wir eben auch Firmen benennen, ganzheitliche Systeme, Firmen sind auch ganzheitliche Systeme, die er eben unterscheidet nach verschiedenen Subsystemen. Und hier unterscheidet er das kulturelle Subsystem, das psychosoziale Subsystem und das physisch-technische Subsystem. Und wie ihr schon seht, gibt es beim kulturellen die Strategie und die Identität, beim psychosozialen die Struktur, den Menschen und die Funktionen und beim physisch-technischen die Prozesse und die physischen Mittel. Warum zeige ich das? Wenn ich Agilität und Hierarchie anschaue und darüber spreche, dann sind das zwei Worte, die eigentlich zum einen erstmal Hierarchie, nämlich die Aufbaustruktur beschreibt, also die Struktur, also auf der Ebene des psychosozialen Subsystems sich befindet, auf diesem grünen, während die Agilität erstmal eine Ablaufprozess beschreibende Beschreibung ist, die sich auf der Ebene des physisch-technischen Subsystems befindet, nämlich auf diesem lilanen, den Prozessen und physischen Mitteln auf der Ebene. Jetzt ist es so, dass natürlich, wenn ich eine hierarchische Struktur habe, wir haben ja Conway's Law jetzt heute schon gehört, das natürlich auch Auswirkungen hat. Und sicherlich auch, wenn ich Prozesse einführe, die agil sind, zum Beispiel vielleicht auch sogar das Framework Scrum, dass das natürlich auch Wirkungen auf die Strukturen hat und vielleicht auch die Strategie aufeinander. Es ist alles miteinander interdependent. Das sagt auch dieses Modell, genau wie Conway. Aber deswegen ist eben auch, wenn ich mit einem anfange, agiles Arbeiten einzuführen, dass ich in Veränderungsprozesse einsteige, in bewusste Veränderungsprozesse einsteige und damit eben eigentlich nicht überrascht sein darf, dass es natürlich auch Auswirkungen auf die anderen Elemente hat. Dennoch möchte ich sagen, dass eben die Struktur noch nicht bedeutet, dass ich da keine Agilität reinbringen kann, nicht agil führen könnte oder dergleichen. Denn erstmal ist es nur eine Struktur. Wenn ich das Manifest für agile Softwareentwicklung nehme und seinen ersten Satz, dann wird jedem gleich klar, dass eben, auch wenn ich eine hierarchische Struktur habe, dies jedem trotzdem möglich ist. Denn es geht im Kern nur darum, dass wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Software kann man gerne auch für ein anderes Produkt nehmen, um da den Übertrag zu machen in andere Welten als die Softwarewelt. Das heißt, auch wenn ich in einer hierarchischen Struktur als Führungskraft vielleicht arbeite, kann ich trotzdem versuchen, bessere Wege zu erschließen. Und auch jeder Mitarbeiter, der geführt wird, also in dem Falle Objekt ist, kann in gewisser Weise eben auch handelndes Subjekt werden und entsprechend versuchen, bessere Wege zu erschließen, indem man es selbst tut und anderen dabei hilft. Wenn man das Manifest weiterliest, dann gibt es da die Werte und die Prinzipien, wovon ich hier jetzt gerade nur die Werte mitbringe. Selbst wenn ich eine hierarchische Struktur habe, wenn man dieses ganze Text liest, auch mit den Werten und den Prinzipien, so wird jeder dazu stimmen können, dass eigentlich einiges davon einfach so möglich ist. Ich muss gar nicht groß Erlaubnis haben, ich muss gar nicht groß was verändern erstmal. Denn ich kann mich ja entscheiden, dass ich sage, ich versuche eben zum Beispiel eher mit Individuen und Interaktionen zu arbeiten, als mich um die Prozesse und Werkzeuge zu kümmern. Oder ich versuche zum Beispiel funktionierende Software, also ein Working Product zu machen, als vielleicht eine umfassende Dokumentation zu schreiben. Oder zum Beispiel, ich kann versuchen, mehr mit dem Kunden zusammenzuarbeiten, statt mich mit Vertragsverhandlungen zu beschäftigen. Und dann natürlich zu versuchen, trotz eines Planes auf die Veränderung zu reagieren, als den Plan stur zu verfolgen. Das kann ich alles tun, egal wie die Struktur um mich rum ist, egal was die Ziele und Leitlinien erstmal sind, sondern ich kann entscheiden für mich, das so zu tun. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Wirkung aufeinander stattfinden wird, zumindest über Zeit. Auch eine Führungskraft, die sich entscheidet, auf Augenhöhe in einer hierarchischen Struktur mit seinen Mitarbeitern seine Arbeit zu gestalten oder die gemeinsame Arbeit zu gestalten, kann natürlich entscheiden, sich einfach nach diesen Prinzipien zu verhalten. Und die Auswirkung wird aber auch sein, eventuell, dass irgendwann die Prozesse sich verändern oder vielleicht auch die Strukturen sich verändern. Vielleicht wird aus der Führungskraft plötzlich ein Führungsgremium. Und dergleichen wirkt eben alles aufeinander. Und so kann ich aber auch zu den Produkten vielleicht kommen, weil ich andere Leitbilder vielleicht habe, andere Ziele oder mich anpassen muss. Das heißt, die Wirkung wird trotzdem stattfinden, aber beginnen kann ich einfach so, von heute auf morgen. Ich brauche nichts.
Ich brauche nur offensichtlich, wie wir sagten, Führung, aber ich kann anfangen. Und zum Thema Strange Bedfellows. Warum sind es jetzt Strange Bedfellows? Wenn ich Agilität und Hierarchie habe, dann ist das eine eben erstmal nur die Struktur, das andere nur der Prozess. Aber beide haben das Bedürfnis und Agilität vor allen Dingen im Vergleich zur Hierarchie ist entstanden daraus aus einem Bedürfnis, nämlich dem Bedürfnis mit dem Umgang der Komplexität. Das ist zuerst eben besonders eklatant in den Software-Thematiken entstanden. Und heute haben wir aber in den Unternehmen genau die gleiche Problematik, nämlich, dass wir einen Umgang mit der Komplexität schaffen müssen. Und aus dieser gleichen Beschäftigung mit dem gleichen Thema heraus gibt es eben diese beiden Themen, Agilität und Hierarchie, die in einem Bett sind, quasi die Erfahrung und das Bedürfnis zusammen in einem Bett, nämlich die Erfahrung, wie man damit umgeht und das Bedürfnis, es jetzt auch zu tun. Und das Bett ist die Herausforderung Komplexität durch den technischen Wandel insbesondere. Komplexität nämlich, um es nochmal zu sagen, sind die Herausforderungen, die wir jetzt gerade besonders doll spüren, mit denen wir umzugehen versuchen und da eben Agilität als ein Best Practice nutzen können, um das zu begehen, also mit dem zu arbeiten, umzugehen mit der Herausforderung. Die Herausforderungen durch den technischen Wandel, die da sind permanente Veränderungen und exponentieller Wissensanstieg und globale Konkurrenz. Aus dem heraus eben permanent Konkurrenz ist, unheimlich schnelle Veränderungen und darauf reagiert werden muss. Ja, und wie führe ich denn jetzt nun agil? Jetzt haben wir gesagt, okay, es gibt diese verschiedenen Formen von Führung. Wir haben geguckt, dass Agilität und Hierarchie nicht einfach Gegensätze sind, sondern eigentlich auf verschiedenen Ebenen liegen, wenn wir dieses ganzheitliche System von Glasl eben betrachten. Und jetzt eben in gemeinsam diese Herausforderung der permanenten Veränderung, des Wissensanstieg und der Konkurrenz eben damit umgehen wollen. Und wie kann ich das nun tun? Was heißt denn dann, wenn ich die Führungskraft bin oder wenn ich eben das Führungsgremium bin oder eine Person, die aus sich heraus diese Führung und Verantwortung übernehmen möchte und das Engagement? Genau. Führung muss ich einfach immer fragen, wen führe ich denn und in welchen Strukturen? Welche Herausforderungen gibt es und wie will ich die Rolle prägen und mit welcher Haltung? Das ist das, was ich die Führungsperson fragen muss oder das Führungsgremium oder das Thematik Aspekt Führung. Denn dann kann ich ja mit dem agilen Manifest beginnen, das zu tun und mich fragen eben, worauf bezogen ich das überhaupt tun will. Auf welches Ziel, auf welches Leitbild, welche Thematiken ich eben bearbeiten möchte und wie ich es prägen möchte. Denn Agilität ist ein Set aus Prinzipien und Werten, mit denen du deine Lösung suchen kannst, um das Problem zu lösen, welches gerade gelöst werden muss. Es kommt nicht mit einer Blaupause, sondern du musst das Set dir zusammenstellen. Und das ist das Großartige. Du hast ein großes Set, mit dem du eben das auch zusammenstellen kannst. Agile Führungskräfte sind also Menschen, die immer aufs neue, bessere Wege zu erschließen suchen und die dorthin gehen, wo sie hingehen müssen, um Mehrwert zu schaffen und das tun, was sie tun müssen, um die anstehende Arbeit schnell zu tun. Das ist ein Zitat von Tom Pierce, der schon in den 80ern jenseits von Hierarchien beschrieb, auch das, was wir heute viel verwenden. Ja, und ich möchte es erweitern um das Thema, weil ich den Führungsbegriff hier weit sehen möchte, dass Führung ist, wenn durch Werte und Haltung der Raum und Rahmen entsteht, der es Menschen ermöglicht, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten und Wert zu schaffen. Vielleicht ist es ein Mensch und vielleicht sogar eine Position. Ja, und einen kleinen Ausblick noch, wenn ich doch wissen möchte, wie ich agil führe, wonach kann ich mich richten, was kann mir Orientierung geben? Und was bewerte ich? Genauso wie Agilität und Hierarchie nicht auf der gleichen Ebene liegen, so können auch bei mir, wenn ich selber auf mich gucke oder auf mein Team gucke oder meine Organisation gucke, Agilität auf verschiedenen Ebenen wie Vektoren eben, und hier ist genannt die agile Zwiebel, liegen. Das heißt, es kann sein, dass ich auf der einen Seite Tools und Prozesse einführe, die sind schon sehr agil. Ich benutze vielleicht Scrum, richtig wie es dort steht im Lehrbuch. Es kann auch sogar sein, dass ich schon viele Praktiken habe und Prinzipien, die ich verwende. Aber vielleicht sind die Werte noch nicht immer so selbstverständlich. Und das Mindset ist vielleicht auch noch nicht da. Aber es kann auch sein, dass ich eine Führungskraft bin, die im Mindset total toll ist, aber die sozusagen um sich herum noch sehr viel hat, was in dem noch gar nicht dem entspricht. Aber ich kann vorangehen. Ich möchte auch das eher als Vektoren sehen. Es ist nicht so, dass es eine agile Organisation gibt, eine agile Führungskraft, die ideal wäre und das ist die Blaupause für alle anderen. Wir können auch nicht ein bestimmtes oberstes Ziel erreichen, sondern es geht immer darum, für uns zu gucken, welches Ziel habe ich, welches Problem möchte ich lösen oder was möchte ich umsetzen und was brauche ich dafür und wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich eben bessere Wege suchen
und mich auch weiterentwickeln, das Team und die Organisation um mich herum. Und dann entsprechend eben diese Vektoren zu überlegen, auch strategisch zu überlegen, was brauche ich jetzt? Und daraus zu gucken, wo ich bin. Das heißt, es gibt nicht, ich bin 100% agil, es gibt keine Checkliste und ich würde da auch gerne von absehen, solche zu nutzen. Gleichzeitig ist es aber so, wenn ich anfange mit Tools und Prozessen, ganz, ihr kennt es vielleicht nach Karate Kid, erstmal nur das Auto zu waschen, ihr kennt vielleicht auch den Begriff von Schuhari, wenn ich anfange, über diese Tools und Prozesse in ein anderes Arbeiten reinzukommen, kann dieses auch gleichzeitig dazu führen, dass ich daraus neue Sachen, neue Sichten entwickle, auch vielleicht neue Werte und Mindset. Das heißt, die Einführung auf Tools und Prozessebene ist ein guter Start, aber es sollte eben nicht das Einzige sein und zu behaupten, jetzt bin ich agil, ich schubse doch bunte Post-its von rechts nach links. Lieber von links nach rechts übrigens. Ja, und welche Aspekte sind es noch, besonders für Menschen, für Führungskräfte, aber auch für Organisationen, an denen ich arbeiten kann, um Agilität zu entwickeln? Ich habe euch hier noch das Agile Maturity Growth Model mitgebracht und dieses nimmt diese fünf Aspekte, die ihr drumherum seht, Vernetzung, Selbstorganisation, Zielklarheit, Lernen und Nachhaltigkeit und das alles basiert auf der Grundbasis der Transparenz. In den Bereichen, in denen kann man eben immer schauen, was ich mehr tun kann. Was kann ich denn heute tun, um mehr Zielklarheit zu erreichen? Und wie kann ich dafür sorgen, dass ein Lernen stattfindet? Lernen im erweiterten Sinne oder auch im engen Sinne. Und wie kann ich dafür sorgen, dass Selbstorganisation möglich wird, damit alle gemeinsam mit der Crowd Intelligence die Herausforderung der Komplexität bearbeiten können und zu guten Working Products kommen? Und wie mache ich das, wenn ich mit Vernetzung das eben tue, indem ich mit den Menschen spreche, die dafür relevant sind oder mit zufälligen Menschen spreche, die da ruhig plötzlich neue Ideen reinbringen, um eben hier weiterzukommen und bessere Working Products zu bekommen. Und ganz wichtig, Nachhaltigkeit ist das Wichtige dabei. Denn vielleicht kennst du schon auch die Problematik von Agilität, wo Leute sagen, das ist doch nur, um die Leute wieder weiter auszuquetschen und noch effizienter und schneller und Druck zu arbeiten. Nein, halt, falsch. Wenn ich Nachhaltigkeit ernst nehme, dann muss ich natürlich, Entschuldigung, für Nachhaltigkeit sorgen im Umgang mit mir selber, im Umgang mit meinen Mitarbeitern und mit allen Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, um Working Products umzusetzen und hervorzubringen. Das heißt, mit diesem Modell kann man immer wieder gucken, wo stehe ich da? Ich kann gucken, wie würde ich mich einschätzen? Wie schätze ich mein Umfeld ein? Und wo kann ich noch etwas tun? Das gibt einfach Orientierung. Ja, und ich hoffe, damit könnt ihr jetzt schon viel mitnehmen und Impulse vielleicht reinbringen in euren Alltag. Und vor allen Dingen das Allerwichtigste, was ich finde, was wichtig ist, um Working Products hervorzubringen, um eine nachhaltige und auch eine motivierende und faszinierende Welt zu schaffen, ist Think Where You Can Contribute. Und das ist von John Stepper. Wer nochmal bei Working Out Louds weiterlesen möchte, dem sei das empfohlen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Henriette Winges, live aus Hamburg. Ciao.